Herzlich willkommen wieder zu unserer Wahlsondersendung Wahl 17 und heute habe ich eingeladen die Kandidatin der AfD für den Wahlkreis Mitte, Beatrix von Storch. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's denn so im Wahlkampf? Kriegen Sie Prügel oder nur Lob oder sagen die Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben? Naja, man muss ehrlicherweise sagen, der Wahlkampf läuft gut, aber Prügel kriegen wir natürlich, und zwar tatsächliche Prügel. Man zerschlägt uns unsere Wahlkampfstände, wir werden persönlich attackiert, wir haben Verletzte, wir haben eingeschlagene Autos, wir haben diesen ganzen Vandalismus leider auch. Das ist etwas bedauerlich. Das hält uns natürlich nicht davon ab, unsere Botschaften weiter zu formulieren und an dem Wahlkampf teilzunehmen, aber es ist in der Tat schwierig. Unsere Plakate werden flächendeckend abgeräumt, wenige Stunden nachdem sie aufgehängt worden sind. Deswegen hängen die so hoch. An den Laternenmasten. Ich habe mir gedacht, warum hängt das AfD-Plakat so ganz hoch? Um es wenigstens schwieriger zu machen, sie abzureißen. Die Großplakate kann man nicht hochhängen. Die Großplakate stehen immer auf dem Boden und sind da der totalen Gewalt vollkommen hilflos ausgeliefert. Deswegen stehen die nur sehr, sehr kurz. Das ist in der Tat wirklich nicht nur bedauerlich, sondern das ist, eigentlich geht das gar nicht. Also ein gleichberechtigter Wahlkampf ist an der Stelle nicht möglich. Wir wollen unsere Botschaften transportieren. Wir wollen einfach nur an dem Wahlkampf teilnehmen. Das ist in einer Demokratie so. Freie Wahlen setzen auch einen freien Wahlkampf voraus. Den haben wir leider nicht. Aber vielleicht mögen die Leute ihre Parolen ja nicht. Das ist richtig. Aber wer Plakate zerstört, hat keine Argumente. Und mit Argumenten wollen wir uns gerne auseinandersetzen. Das ist kein Problem. Aber Plakate abzureißen ist wie Menschen umzuhauen. Man will nicht hören, was die Menschen sagen. Man will nicht lesen, was die Plakate sagen. Und das kann der Wahlkampf nicht sein. Ja, kommen wir wieder zu meiner Frage von eben zurück. Aber vielleicht wollen die Leute diese Meldung, diese Botschaften von Ihnen ja nicht lesen, weil die sagen, die sind irgendwie komisch. Das Bikini-Plakat oder deutsche Kinder, und sagen, irgendwie ist das so abwegig. Ja, das mögen einige sagen und andere nicht, aber es ist ein Argument in einem demokratischen Austausch, Meinungsaustausch, und dass die Botschaft muss möglich sein, dass wir sagen, wir wollen nicht Burka, wir wollen Bikini. Und wir haben jetzt schon die ersten Unterlassungsverfügungen bekommen von der Gleichstellungsbeauftragten aus Rostock. Die hat jetzt das Bikini-Plakat, wo wir schreiben, Burka-Fragezeichen, wir stehen mehr auf Bikini. Das findet sie jetzt eine Verletzung der Religionsfreiheit und einer Verletzung der religiösen Gefühle von Muslimen. Sie sind ja Anwältin, Sie können das ja beurteilen. Ist ja das jetzt eine Verletzung? Es ist absurd, ja. Es ist vollkommen absurd. Ich glaube, wir müssen ernsthaft darüber nicht sprechen. Man kann sagen, dass die einen es besser finden und die anderen mögen es nicht. Aber zu sagen, dass es eine Verletzung von religiösen Gefühlen ist, dass man auf einem Plakat zwei junge Mädchen im Bikini abbildet, das ist, Entschuldigung, komplett lächerlich. Ja, wir haben das die ganze Zeit in unserer öffentlichen Medienlandschaft gesehen. Wir sehen ganz andere Dinge und werden mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Das ist lächerlich. Das zeigt aber einfach die Hilflosigkeit und den unbedingten Versuch, gar nichts zuzulassen, mit dem man nicht einverstanden ist. Aber umso mehr ist es wichtig, dass man darüber diskutiert. Aber mich persönlich hat vielmehr dieses Plakat aufgeregt, die Deutschen machen wir noch selber, oder so ähnlich heißt das auf Ihrem Plakat. Das fand ich nun doch ein bisschen zu einseitig und auch zu nationalistisch. Ja, sie lächeln dabei. Also es hat mich befremdet, ja, muss ich sagen. Das, was wir artikulieren wollen, ist ein Standpunkt, den wir vertreten. Und wir vertreten den Standpunkt, dass wir nicht über Migration und vor allen Dingen nicht über diese Migration, die wir jetzt so unkontrolliert ins Land strömen lassen, die demografischen... Haben, lassen wir ja nicht mehr. Lassen wir weiter, und wir wissen, der Familiennachzug setzt nach der Bundestagswahl wieder ein. Die dänische Regierung hat gerade mitgeteilt, dass sie nach der Bundestagswahl das dänische Militär an die Grenze stellen werden, weil sie genau wissen, was nach der Bundestagswahl kommt. Dann geht es ungehemmt und ungebremst so weiter. Man hat extra die jetzige Regierung den Familiennachzug verschoben auf nach der Wahl, damit die Zahlen nicht weiter so explodieren. Glauben Sie das oder behaupten Sie das nur einfach, weil es Wahlkampf ist, oder wissen Sie das? Das ist so. Das gibt einen Beschluss der Bundesregierung, die gesagt haben, wir setzen den Familiennachzug zunächst aus. Der fängt Anfang nächsten Jahres wieder an, also
nach der Bundestagswahl und dann geht es so weiter. Die Zahlen werden wir dann gar nicht mehr so genau mitbekommen, weil diejenigen, die über den Familiennachzug einziehen werden oder herkommen werden, ja nicht mehr registriert werden als Asylanten oder Migranten, weil sie keine sind. Sie reisen mit einem gültigen Visum ein und so weiter. Es gibt einen Grund, warum die dänische Regierung ihr Militär an die Grenze stellen wird, weil die sagen, wir machen das nicht weiter mit. Und diese ganze Diskussion oder dieses ganze Thema fassen wir mit dem Plakat auf. Wir wollen nicht die demografischen Probleme und auch die Arbeitsmarktprobleme und die Probleme unserer sozialen Sicherungssysteme über das Thema Migration lösen, vor allen Dingen nicht über diese Migration. Wir wollen Migration, aber wir wollen dafür Regeln haben. Und Migranten ist was anderes als Asylanten. Wenn Sie diese Regeln haben, Frau von Storch, dann werden ja auch da unter diesem Regelstatut Kinder gezeugt, die dann muslimisch sind oder schwarz sind oder andersfarbig sind. Das heißt, dann zählt ja Ihr Argument gar nicht. Wenn man es regelt, dann sind Sie dafür, dass die Kinder gezeugt werden. Okay, jetzt ich, okay? Verstehen, was ich meine? Ich habe das längst verstanden und jetzt kommt meine Antwort darauf. Wenn wir die Migration regeln, dann heißt das, ja, es kommen Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns, die zu uns passen, die wir brauchen, die sich hier dann anpassen und die werden dann Deutsche. Die kriegen einen deutschen Pass und sind dann Deutsche. Ja? Aber das, was im Moment passiert, da kommen unkontrolliert lauter Menschen zu uns und wir wissen, der größte Teil davon ist in unseren Arbeitsmarkt nicht zu integrieren, wird kein Beitrag leisten in unsere sozialen Sicherungssysteme. Das ist nicht die Art und Weise der Migration, wie wir sie wollen. Das ist im Prinzip das Gegenteil davon. Und diese Menschen werden nicht Deutsche, weil sie sich auch nicht anpassen werden und hier nicht ausgesucht worden Aber sind. Wer sich anpassen will und Deutscher werden will, der fällt dann nicht unter dieses Plakat. Wer Deutsch, der ist dann ja Deutscher. Der wird dann ja Deutscher, der kriegt einen Pass. Das heißt, mit dem deutschen Pass ist egal, woher er kam oder was er vorher war, dann gilt das nicht. Ja, wir sagen, wir wollen Menschen aufnehmen, aber nach unseren strikten Regeln. Im Moment wäre ich zurückhaltend, um zu sagen, im Moment brauchen wir sehr viele. Im Moment müssen wir erstmal zumachen und erklären, mehr geht gerade nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal wieder für Ordnung schaffen. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Hunderttausenden, die rechtsverbindlich, rechtlich festgestellt ausreisen müssen, die ein Asylverfahren durchlaufen haben, das abgelehnt worden ist, die abgeschoben werden müssen, die müssen wir erstmal alle abschieben. Da sind wir ja schon wieder bei einer anderen Gruppe. Das verstehen die deutschen Bürger auch. Wer also ein Verfahren abgeschlossen hat und danach ausgewiesen werden soll und muss, da verstehen die Deutschen, jawohl, das ist so. Das es ist nach Recht und Gesetz. 90-95% passiert nicht, weil es auch gar nicht mehr möglich ist. Aber es ist so. Schwierig bei all den anderen aber, die würden ihrem Plakat so lange unterfallen, solange sie keinen deutschen Pass haben, richtig? Wer keinen deutschen Pass hat, ist kein Deutscher, ja. Und der darf auch keine Kinder zeugen. Der darf Kinder zeugen, aber das hat damit nichts zu tun. Ja. Also ein völlig anderes Thema. Ja? Aber das, was wir sagen, ist einfach, wir brauchen hier Regeln. Und so, wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht. Und dass die Theorie ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir auch sagen müssen, es kann nicht sein, dass die ganze Welt einen Anspruch auf Asylverfahren bei uns hat, auch wenn die erkennbar keinen Anspruch haben. Wenn die aus Herkunftsländern kommen, aus denen wir wissen, da gibt es keine Verfolgung, dann können wir auch nicht sagen, aber ein Verfahren könnt ihr trotzdem erstmal machen. Sie haben es ja richtig gesagt, das Anwälte. Sie haben einen Anspruch auf ein Asylverfahren. Nein, das müssen wir nicht abstellen. Auf Asyl. Ja, aber das aber funktioniert das Asylverfahren nicht. Ist so im Grundgesetz geregelt. Ja, das können Sie nur mit Zweidrittelmehrheit ändern. Nein, wir haben mit Zweidrittelmehrheit bereits 1993 geändert, dass irgendjemand hier einen Anspruch auf Asyl hat, der aus einem sicheren Drittstaat herkommt. Das heißt, alle Menschen, die zu Fuß Deutschland erreichen, von denen hat keiner einen Anspruch auf Asyl bei uns. Das ist schon in der Verfassung geändert worden. Aber auf ein Asylverfahren. Das müssen wir abstellen, denn das kann es nicht sein. Wir haben außerdem die Regelung, dass wir aus einem sicheren Drittstaat herkommen, dem die Einreise zu verweigern ist. Die dürfen gar nicht erst hier reinkommen. Die haben eben dann keinen Anspruch auf Asylverfahren. Und wir wissen, wenn ich den Satz noch machen darf, von den deutschen Richtern, dass die sagen, das Gerichtswesen in Deutschland bricht gerade zusammen. Wir können das nicht leisten. Bricht Ihnen nicht als Frau und Mutter manchmal das Herz, wenn Sie die Flüchtlinge an der Grenze sehen? Und dann müssen Sie sowas wie eben gesagt vertreten. Wenn da Mütter sind mit kleinen Babys auf dem Arm, die Schutz suchen.
Wer von Österreich nach Deutschland drängt, sucht keinen Schutz, der hat ihn schon. Denn Österreich verfolgt ja nicht. Das heißt, wer tatsächlich unbedingt aus Österreich nach Deutschland will und auf keinen Fall in Österreich bleiben will, der kommt ja nicht da hierher, weil er so wahnsinnig verfolgt in Österreich ist. Das ist ja nicht wahr. Und die Geschichte mit den Frauen und den kleinen Kindern auf den Armen, die ist ja auch in der Masse nicht wahr, weil wir wissen, dass die überwiegende Anzahl derer, die kommen, sind junge Männer. Ja, also das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir einfach uns die Gesamtzahlen angucken müssen. Und wir müssen Politik mit Verstand machen. Nicht nur mit Herz, auch mit Verstand. Mit Herz und mit Verstand, aber eben auch mit Verstand. Und dann müssen wir wissen, dass wir diese Probleme der Welt nicht regeln können, indem alle Menschen, die Probleme haben, zu uns kommen. Und wir wissen, das sagen inzwischen die obersten EU-Kommissare, also der Kommissar für Migration, Herr Avramopoulos, sogar der bislang von offenen Grenzen und freier Migration geredet hat, sogar der sagt jetzt, die meisten, die kommen, sind Wirtschaftsmigranten, die können wir nicht aufnehmen. Das sagt aber die Kanzlerin inzwischen auch. Erst vor einer Woche hat sie gesagt, das, was 2015 passiert ist, ist passiert, aber es würde heute so nicht nochmal passieren. Nein, das sagt sie im Prinzip nicht. Also sie sagt, das darf nicht nochmal passieren, aber was heißt denn das? Ja, das sage ich doch. So darf es nicht nochmal passieren. Das heißt, geregelter Zugang nach Deutschland, was wir ja seit einem Jahr haben. Nein, was sie sagen müsste, ist, welche Maßnahmen sie ergreifen will, damit das nicht passiert. Und diese Maßnahme hieße unbedingter Grenzschutz, heißt australische Lösung am Mittelmeer. Keine Boote kommen von Libyen mehr hier rüber. Die Boote werden zurücktransportiert. 7 von 10 Deutschen sind dafür, dass wir dies so machen. Diese Dinge sagt sie nicht. Und sie weigert sich weiterhin standhaft, eine Obergrenze einzuziehen, weil sie über Zahlen nicht reden will. Weil sie nicht sagen möchte, wann es genug. Aber der CSU-Chef Seehofer, mit dem sie wahrscheinlich wieder die Koalition bilden will und noch mit jemand anders, sagte es gestern erst, die Obergrenze bleibt. Nein, er hat gesagt, eingezogen das ist nicht werden. Richtig. Das hat er genau nicht gesagt. Er hat auf die Frage nach der Obergrenze gesagt, na ja, es ist jetzt sehr viel passiert, die Politik hat sich schon geändert und deswegen ist er genau abgerückt von dieser Obergrenze. Nach einer Stunde hat er es wieder korrigiert, was ich gelesen habe. Und darüber reden wir nach der Pause weiter mit der Kandidatin der AfD für Berlin-Mitte, Beatrix von Storch. Bis gleich.